Was ist für dich dein größter Übelkiller? Ich unterrichte jetzt seit über 25 Jahren und die größte Motivationsbremse ist, wenn du nicht weißt, wie oder was du weiter üben kannst. Wie erfährst du nun, was du als nächstes üben kannst? In meinem Unterricht verwende ich drei entscheidende Tools, die dir weiterhelfen. Und dann erfährst du in diesem Video auch noch, wie du damit zu deinem persönlichen Saxophonklang findest. Du bist die meiste Zeit mit deinem Instrument alleine, zwischen den 1:1 Einheiten, zwischen den Proben. Doch gerade diese Zeit ist die wichtigste für deinen Lernerfolg. Da wiederholst du, da probierst du aus, da bereitest du dich vor. Also im Idealfall. Denn weißt du wirklich immer, was du als nächstes üben kannst? Vielleicht gehörst du zu denen, die gerne und viel üben. Doch auch da muss ich dir leider sagen, es geht bestimmt effektiver. In meinem Unterrichtsalltag, da sehe und höre ich, dass jede und jeder in der eigenen Übeblase steckt. Also immer wieder die gleichen Übungen auf die gleiche Art und Weise ausführt. Da kommst du dir selbst nicht aus. Das Wichtigste, was ich in meiner Tätigkeit als Saxophonlehrer gelernt habe, ist, dass es nicht etwa darum geht, wie toll ich eine 1:1 Einheit gestalte, sondern dass ich dich zum Üben motiviere und dich dabei unterstütze, nämlich genau dann, wann du Hilfe und Anleitung brauchst. Im 1:1 Unterricht bekommst du Input, also zum Beispiel, was machst du, dass es an dieser Stelle nicht quietscht oder wie führst du deine Luft hier geschmeidiger oder wie kriegst du dein Stück lebendiger? Dazu gibt es natürlich auch Übelhinweise. Doch wie viele davon weißt du noch, wenn du den Unterrichtsraum verlassen hast? Also ich tippe mal auf wohlwollende 80%. Und wenn du dann zu Hause angekommen bist, dann sind davon vielleicht noch 60% übrig. Und wenn du das nächste Mal dein Saxophon auspackst, vielleicht noch 40. Was hat er an dieser Stelle noch gesagt? Und so komme ich zum ersten wichtigen Tool, damit das nicht passiert, dem Unterrichtsmitschnitt. Ja, du bekommst bei mir in der Präsenzstunde einen Audiomitschnitt und in der Online-Stunde einen Videomitschnitt. So ist alles dokumentiert und du kannst es jederzeit nachsehen oder nachhören. Dazu ein Tipp von mir. Gewöhne dir an, im Unterricht die Uhrzeit zu notieren, wenn etwas Wichtiges gesagt worden ist. Dann findest du es später auf dem Mitschnitt viel leichter und schneller. Doch was machst du, wenn deine Lehrerin oder dein Lehrer dir das nicht anbieten können? Ganz einfach. Dann fragst du, ob du diese Stelle oder diese Übung noch einmal mit deinem Handy auf Video aufzeichnen kannst. Dann kannst du diese Übung mit nach Hause nehmen. Oder du fragst, ob er oder sie den Satz noch einmal wiederholt für dein Diktiergerät. Dann hast du ihn jederzeit parat. Doch jetzt packst du dein Saxophon aus, du willst üben. Durch den Unterrichtsmitschnitt kannst du dir jederzeit alles wieder herholen. Du weißt also genau, was du jetzt tun kannst. Du bist total motiviert, die letzte Unterrichtsstunde war super. Du legst los. Doch schon bald kommst du an eine Stelle, wo ein Zeichen steht. Was soll das bedeuten? Du hast es noch nie gesehen und ja, was machst du dann? Womöglich hast du dir wie die meisten anderen Schülerinnen und Schüler da bereits ein dickes Fell zugelegt und sagst dir, egal, das wird schon nicht so wichtig sein. Ich kann dir sagen, jede noch so kleine offene Frage, selbst wenn du nichts davon wissen willst, hemmt nach und nach deine Übelmotivation. Hier ein Tipp von mir. Beachte alle Zeichen in den Noten. Lass nichts ungeklärt. Nimm dein Handy, gib im Internet diesen Begriff ein oder musikalische Notation, musikalische Fachbegriffe. Du wirst fündig. Was meinst du? Ist es für dich möglich, dich daran zu gewöhnen, deine Frage noch während des Übens zu stellen oder auch direkt im Internet nachzuschauen? Wie wäre es, wenn du dein Übevideo sofort posten kannst und auch direkt eine Antwort darauf bekommst, eine Bestätigung, dass es gut so ist, wie du gerade übst, vielleicht noch einen Hinweis, worauf du als nächstes achten könntest? Meine Schülerinnen und Schüler nutzen dafür meine Community My Saxophone Class. Das ist das zweite wichtige Tool, das ich dir empfehle, eine wahre Goldgrube für dein Weiterkommen. Sie posten dort Audio- und Videoaufnahmen und bekommen von mir eine Antwort, eine Bestätigung, eine Korrektur, einen Hinweis, wie es weitergehen kann.
Oder auch einen Like von anderen Mitgliedern, die es einfach toll finden, dass du dein Video mit ihnen teilst. Du bist da natürlich davon abhängig, ob deine Lehrerin oder dein Lehrer so eine Community anbieten können. Doch es kann ganz einfach gehen. Frage, ob du eine WhatsApp-Gruppe einrichten kannst. Das ist ein erster Einstieg in einen leichten und schnellen Austausch. Wofür dieser Austausch? Wo kann dieser Austausch hinführen? Zum Beispiel gestern, da hatte ich eine Quartettprobe, eine erste Quartettprobe mit dem Stück Pink Panther. Früheren Quartetten ist es nie gelungen, dieses Stück auf Anhieb einfach mal durchzuspielen. Doch jetzt schicken die Mitglieder vorher Ausschnitte aus dem Stück in die Community. Sie erhalten auch einen Übelplan von mir. Jeder kennt von jedem den Übelstand. Und für mich gibt es keine unangenehmen Überraschungen in der ersten Probe zu moderieren. Das macht einfach Spaß. Zugegeben, für viele ist das eine völlig neue Arbeitsweise. Vielleicht ist es auch nicht für alle geeignet. Doch diejenigen, die schon Banderfahrung haben und in Ensembles gespielt haben, die kennen den Frust, den es bedeutet, in die Probe zu kommen und festzustellen, alle haben einen unterschiedlichen Übelstand. Das lässt sich ganz leicht lösen, indem man sich vorher darüber austauscht. Man muss es nur machen. Diejenigen, die in die Probe gehen, um nur mitzuspielen, um dort gesagt zu bekommen, was sie tun sollen, die werden sich womöglich etwas schwerer tun mit dem Austausch außerhalb der Unterrichts- oder Probensituation. Doch durch die Community, da wirst du genau die anderen finden, die sich am Austausch beteiligen. Gleichgesinnte, mit denen du weiterkommst. Für mich gibt es da auch einen zutiefst musikalischen Aspekt. Das Entscheidende, woran ich in der Kammermusik arbeite, ist nicht etwa, dass alle ihre Töne spielen können, sondern wie du in Kontakt kommst. Wie du anzeigst, was du gerade machen möchtest. Wie du erkennst, wo die anderen sind. Musikalische Kommunikation eben. Das zu erleben, das ist großartig. Doch wie geht dieser musikalische Austausch? Wie geht musikalischer Kontakt? Das ist es. Entwickle genau in diesem Bereich deine Fähigkeiten und deine Möglichkeiten. Und zwischen den 1:1-Einheiten und den Proben die Community zu nutzen, das ist auch eine Kontaktübung. Du siehst, die Community ist mehr als ein Tool. Das ist eine Gemeinschaft Gleichgesinnter. Das ist der Turbo-Boost für dein Weiterkommen. Doch da gibt es noch ein Tool. Die traditionelle Unterrichtssituation ist, dass du ablieferst, was du geübt hast und korrigiert wirst. Also kurz gesagt. Jetzt musst du mit diesem Input, mit diesen Korrekturen umgehen. Durch die Community bist du dabei vielleicht nicht mehr alleine. Doch wie wäre es, wenn du ohne Korrektur, aber mit einer klaren Anweisung selbstständig das Neue ausprobieren kannst? Gerade das sich ausprobieren findet im traditionellen Unterricht eigentlich nicht statt. Dabei ist es für dein Weiterkommen, für deinen Lernerfolg so wichtig. Das sich ausprobieren ist auch nicht ganz einfach. Da spielen so Dinge wie sich selbst beobachten, sich selbst kritisieren mit hinein. Da hilft es, wenn du klare Anweisungen bekommst, worauf du achten kannst, und zwar in time. Ich kann dir helfen, deinen inneren Blick zu führen, erleben und nachspüren, tust du selbst. Das mache ich mit meinen Schülerinnen und Schülern in den Saxophone Studies, meiner Practice Session. Da übst du gemeinsam mit anderen nach meinen Anleitungen. Dazu gibt es auch eine Aufnahme, sodass du nicht einmal den Termin wahrnehmen musst, sondern jederzeit nachholen oder auch wiederholen kannst. Wir machen in den Saxophone Studies genau die Übungen, von denen jede Lehrerin und jeder Lehrer sagt, das sind die wichtigsten für das Saxophonspielen. Sie machen nur alleine nicht so viel Spaß. Dazu gehören zum Beispiel die Tonleitern. Und es ist so. Ohne Fingerbewegung, ohne Ansatz, ohne Luftführung, da geht nichts. Doch machen dir die Übungen Spaß? Machst du sie regelmäßig und mit voller Aufmerksamkeit? Oje, ich trete dir bestimmt nicht zu nahe, wenn ich sage, bestimmt nicht. Doch stelle dir vor, du bist bei diesen Übungen nicht alleine und weißt jederzeit, worauf du achten kannst. Dann wird es leichter und macht vielleicht sogar Spaß. Eine Schülerin sagte, es ist wie Brokkoli essen. Ich weiß, dass es gesund ist. Immerhin. Ein anderer Schüler sagte, seit den Saxophone Studies spielt er so viel Saxophon wie nie zuvor. Und allein das ist großartig.
denn ich höre, dass sein Klang stetig stabiler und geschmeidiger wird. Ich habe leider keinen Tipp für dich, wie du dieses Format und dieses Erlebnis bekommen kannst, wenn es deine Lehrerin oder dein Lehrer nicht anbieten können. Doch um Freude an den Klangübungen, Geschmeidigkeitsübungen, wie ich sie nenne, zu bekommen, da hilft es, wenn du eine andere Einstellung zu diesen Übungen findest. Ich sehe in diesen Übungen lange Töne, Intervalle, Tonleitern, den großen Mehrwert des Saxophonspielens für dich selbst und für deinen Alltag. Die Geschmeidigkeitsübungen, die sind für mich kein Techniktraining, wie sie weitläufig genannt werden. Sie schulen deine Körperwahrnehmung. Warum hast du dir das Saxophon als dein Lieblingsinstrument ausgewählt? Also bei mir ist es so, dass ich eine tiefe innere Erfüllung spüre, den Klang mit meiner eigenen Luft zu produzieren und zu gestalten. Der Klang entsteht ausschließlich in deinem Körper. Und wenn dir das wirklich klar ist, dann kannst du die Geschmeidigkeitsübungen mit anderen Augen sehen. Dann werden sie zur Körperarbeit. Und nichts anderes ist Saxophonspielen. Mit der Practice Session Saxophone Studies, da möchte ich meine Begeisterung für den Saxophonklang und wie er im Körper entsteht, vermitteln. Vielleicht kannst du selbst nicht teilnehmen, aber vielleicht habe ich dich neugierig auf deinen eigenen persönlichen Saxophonklang gemacht und wie und wo er in deinem Körper entsteht. Du siehst, durch den Unterrichtsmitschnitt, die Community, das gemeinsame Üben in der Practice Session, kann die bekannte 1:1 Unterrichtseinheit auf einem neuen Niveau stattfinden. Sie ist jetzt keine Saxophoninsel mehr in deinem Wochenplan, sondern sie ist integriert in dein eigenes Lerntempo, in deinen Lernflow. So wird sie für dich noch wertvoller, denn sie muss nicht mehr jeden Aspekt des Lernens abdecken, sondern wir können direkt in dein Stück einsteigen. Du kannst dich voll auf dein Stück konzentrieren. Und gleichzeitig weißt du beim Üben immer, was der nächste Schritt zum lebendigeren Saxophonspielen ist. Dafür wünsche ich dir viel Erfolg. Ich freue mich über deinen Kommentar zu diesem Video. Und wenn es dir gefallen hat, lasse gerne einen Like da. Willst du mehr zum Thema Unterrichtsmitschnitt, Community oder der Practice Session Saxophone Studies erfahren? Unten in der Videobeschreibung ist ein Link. Klicke darauf und kontaktiere mich persönlich. Ich freue mich auf dich. Bis zum nächsten Mal auf dem Kanal der Saxophonschule Christoph Kirschke.